Made in Germany heute Max Grundig. Dass Max Grundig 1945 bei Null angefangen habe und mit dem Heinzelmann, diesem Radio aus dem Baukasten, den Grundstein zu seinem Weltkonzern gelegt habe, das ist eine schöne Wirtschaftswunderlegende, aber sie ist falsch. Denn schon nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Max Grundig ein Millionenvermögen. Man könnte sagen, Herr Riester, die Geschichte von Max Grundig ist die Geschichte vom Millionär zum Milliardär. Herr Riester, Sie sind Chef der IG Metall. Was fällt Ihnen denn ein bei Pionieren der Wirtschaft wie beispielsweise Max Grundig? Bei Max Grundig fällt mir vor allem ein, dass es eben nicht ausreicht, Alleinherrscher zu sein, dass sogar diese Frage, Alleinherrscher zu sein und mit Millionen und Milliarden zu jonglieren, 20.000 Arbeitsplätze kosten kann und die Zukunft vieler Menschen aufs Spiel gesetzt werden. Und es zeigt, wir müssen umlernen. Nun hatte ja der Max Grundig so den Standpunkt, er ist der Herr im Hause. Patriarch ist vielleicht sogar zu gut, um ihn zu kennzeichnen. Gibt es eigentlich solche Unternehmer heute noch in der Wirtschaft und haben die Erfolg? Es gibt sie, aber es gibt wenig, die Erfolg haben und wenig, die so herausragende Persönlichkeiten waren, auch im negativen Sinne wie Max Grundig. Der Stil dieser Art von Unternehmer geht immer weiter zurück. Nun hatte der Max Grundig ja aber auch zweifellos Charisma, Ausstrahlungskraft und diese Leute gibt es ja heute nicht mehr, auch in der Gewerkschaft nicht mehr. Wenn ich so an Hans Böckler denke, an den Willy Bleicher, auch an den Franz Steinkühler, bedauern Sie das eigentlich? Ich glaube, die sind ein bisschen geprägt von ihrer Zeit. Also diese Aufbauzeit der 50er Jahre, das war auch die Zeit von Unternehmentypen wie dem Grundig. Die Situation der 50er Jahre, der 60er Jahre war eine Zeit, die den Willy Bleicher nicht nur geprägt hat, er hat es ein Stück mitgeprägt in den Gewerkschaften. Der Franz Steinkühler, der diese ganze Phase der 70er Jahre und jetzt auch in den 80er Jahren stark geprägt hat mit der Aufschwunglinie. Also die Menschen sind ein Stück auch Spiegelbild ihrer Zeit. Aber solche bräuchte man doch heute, vielleicht auch in der Gewerkschaft. Ich meine, auch der Herr Schulte ist ein bisschen blasser, würde ich sagen, jetzt mal ganz despektierlich. Naja, also ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar nicht nur, weil ich den Dieter Schulte sehr gut kenne, sondern weil ich weiß, was Gewerkschaften jetzt brauchen. Es wird mehr aufs Team gesetzt, im Übrigen auch in den Industriebetrieben. Ja. Das ist ja kein Zufall, dass wir heute die Frage der Gruppenarbeit als eine wichtigere Form ansehen wie den Einzelkämpfer. Da können wir gleich nachher, glaube ich, wieder einsetzen. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal den Max Grundig an und gucken, was er geleistet hat in seiner Zeit. Nun darf man das alles nicht so bierernst nehmen. Aber natürlich ist Unternehmertum eine ernste Sache. Als er seine Sympathie zu der Stadt und zu mir gefunden hatte, war er dann auch sehr, sehr freigebig. Er hat mir anlässlich seines 80. Geburtstags, als ich bei ihm in Baden-Baden eine Geburtstagslaudatio zu ihm gesprochen hatte, hat er mir 1 Million Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier für meine Vaterstadt Fürth, machen Sie was Schönes daraus. Er war also, kam aus diesen kleinen Verhältnissen, hat also das Gefühl, und dieses sehr sensible Gefühl für, was macht man, wie, wenn Sie daran denken, dass seine ersten Radioapparate und die so in Barockschränken waren, in so, ich weiß nicht, ob Sie fotografiert haben, da so in Barockschränken waren, so ist er reingewachsen so in ein, das Gefühl, dass er so wie ein Fürst der Industrie war. Und das war er auch.
dass Max Grundig 1945 bei Null angefangen hätte und dass er erst mit seinem Radio aus dem Selbstbaukasten den Grundstein zum Weltkonzern gelegt hätte, das ist eine Wirtschaftswunderlegende. Und die ist falsch. Um die sagenhafte Geschichte von Max Grundig braucht man keine Legende zu stricken. Sein Aufstieg zum Großmeister der Unterhaltungselektronik erfüllt auch so das klassische Muster. Das Muster des Märchens vom Selfmade-Mann. Und das Märchen aus Franken ist wahr. Sein Vater, ein Lagerarbeiter, stirbt früh mit 41 Jahren. Mutter Grundig arbeitet als Stanzerin und versucht mühselig 5 Kinder durchzubringen. Eines davon ist Max. Nach der Volksschule macht er eine kaufmännische Lehre. Ein paar Jahre später ist er Filialleiter, schließlich selbstständiger Radiohändler in seiner Heimatstadt Fürth. Sein Hobby? Radios. Mit 19 Jahren habe ich mir gedacht, es wird Zeit, du machst dich selbstständig. Habe einen Laden gemietet. Der hat 175 Mark Miete gekostet in Fürth. Und der Inhaber des Ladens, das heißt der Hausbesitzer, hat gesagt, wie alt sind Sie denn überhaupt? Und ich gesagt, 19. Er hat gesagt, geht nicht. Sie müssen 21 sein, Ihre Unterschrift gilt nicht, kann den Laden nicht vermieten. Mhm. Jetzt habe ich drei, oder Sie bringen die Unterschrift Ihrer Mutter. Meine Mutter hat sich geweigert, 3 Tage habe ich gekämpft. Ne? Am 4. Tag bin ich runter mit der Unterschrift, habe den Laden gemietet. Er ist gerade 30, als er seine erste Umsatzmillion erreicht, aber nicht mit Radios, sondern mit Transformatoren. Trafos aus Franken, das ist sein erstes großes Geschäft. Zum ersten Mal werden nicht andere allein verbluten, sondern zum ersten Mal wird dieses Mal das echt altjüdische Gesetz angewendet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Zweiten Weltkrieg dann wurde Max Grundig auch mit Rüstungsaufträgen betraut, woran man auch sieht, dass sein Geschäft schon eine gewisse Bedeutung haben musste. Die anderen Geschäfte hat man zugemacht und hat die Leute dann zum Militär geschickt. Auch Grundig war mal kurzzeitig beim Militär. Max Grundig ist dann nach Vach an den Vorort von Fürth hinausgekommen und hat dann erstmal noch Transformatoren hergestellt und hat dann bald auch Zünder oder Teile für den Zünder für die V2 und andere Rüstungsgüter hergestellt. Eine andere Fabrikation war damals nicht mehr möglich. Im zerstörten Deutschland brauchten die Menschen nicht nur Brot, sie brauchten auch Spiele, Information, Ablenkung. Zerstreuung im tristen Alltag. Radios, das hatte die Besatzungsmacht verboten, durften noch nicht verkauft werden. Da hatte Grundig die Idee zu seinem Heinzelmann. Das heißt, er verkaufte Baukästen, aus denen jedermann selbst sich ein Radio zusammenbauen konnte. Rundfunkgeräte kann man nicht machen. Vielleicht bauen wir Eisenbahnen, Spielzeugeisenbahnen. War auch wieder nichts. Das Material hat es nicht gegeben. Also Rundfunkgeräte bewirtschaftet. Ich sagte, meine Herren, bauen wir einen Baukasten. Die sollen sie ihre Röhren besorgen oder wir besorgen sie und liefern, geben sie ihnen extra noch dazu und so weiter und so fort. Und so ähnlich, also in Kurzfassung, ist der Heinzelmann entstanden. Mhm. Einige 100.000 Stück haben wir gebaut. Wir haben die verkauft, wir haben das Geld nicht mehr gezählt. Als der Spuk des tausendjährigen Reichs vorbei ist, blickt Max Grundig auf sein Vermögen, 17 Millionen Reichsmark. Seine Fabrik war vom Bombenkrieg verschont geblieben. Seine Talente als umtriebiger und einfallsreicher Unternehmer konnte Max Grundig richtig einsetzen, als im Nachkriegsdeutschland das Chaos des Tauschhandels blühte. Er verkaufte Radios gegen Zigaretten, tauschte die Zigaretten gegen Kohle, die Kohle gegen Zement und gegen Baumaterial für seine erste richtige Fabrik. Und dann kamen seine UKW-Empfänger und auch sein Diktiergerät Stenorette, welches meine Sekretärin und ich in den 50er Jahren im Bundestag benutzt haben. Ende 1947 schaffen in der neuen Fabrik von Grundig 280 Mitarbeiter. Produziert wird der Weltklang Super. 4 Watt, Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle. Sogar ein Anschluss für Plattenspieler. Das Kofferradio Grundig Boy, das legendäre Tonbandgerät TK5, schließlich 1956 der erste Fernseher unter 1000 Mark. Er brachte seine Entwickler dazu, dass sie nicht technische Neuheiten entwickelten, die, na sagen wir mal, eben technisch sehr sophisticated sind, wie man heutzutage sagt,
sondern er brachte sie dazu, dass sie so gebaut werden, dass sie im Radioladen vom Publikum gesehen und gekauft werden. Er war ein ungemein arbeitsamer Mensch. Das war ihm die Hauptsache. Er fing sehr früh an, früh morgens schon. Ja, die Zeitungsausschnitte mussten schon um 8 Uhr auf dem Tisch bei ihm liegen. Da hat er sich schon erstmals informiert, was läuft, wie man in Fürth sagt. Es kommt hinzu, dass er natürlich eine beachtliche Durchsetzungskraft gehabt hat. Und naja, man kann ruhig auch sagen, rigoros Möglichkeiten wahrgenommen hat, die sich geboten haben. Also ich meine, ich habe kürzlich mal gelesen, im Zusammenhang mit der Diskussion um Franz Josef Strauß, der ist mal charakterisiert worden als vital, brutal und sentimental. Das trifft so ein Stück weit auch wohl auf Max Grundig zu. Und ich erinnere mich noch, dass wir zum Beispiel zur Funkausstellung in Düsseldorf, das ist lange, lange her, einmal war sie in Düsseldorf, da hat Max Grundig von seinem Freund Bratwurst Friedel eine Einrichtung sich kommen lassen und den Stand auf der Messe dort einrichten lassen als Nürnberger Bratwurststube. Und so ist es dann geblieben. All die Jahre später musste das auch wieder so eingerichtet werden. Denn man erwartete das. Das war so gut angekommen beim Fachhandel, der da in diese Bratwurststube reinkam, Nürnberger Bratwurstel vorgelegt bekam, dass die darauf bestanden, auch im nächsten Jahr wieder genauso bedient zu werden. Durch diese Dinge wurde er bekannt. Bis zum Jahre 1967 entstanden dann allein in Deutschland 15 Grundig-Fabriken. Weitere zwischen Nordirland und Taiwan. Auf sozialem Gebiet marschierte er auch an der Spitze des Fortschritts. Eine Grundig-Baugesellschaft, die für Mitarbeiter Werkswohnungen gebaut hat und eine eigene Pensionskasse. Max Grundig wurde ein steinreicher Vorzeigeunternehmer der Bundesrepublik. Dazu Ehrendoktor und Konsul von Mexiko, obwohl Diplomatie, vor allem im Umgang mit seinen Mitarbeitern, seine Sache niemals gewesen ist. Mit seinem Führungsstil habe ich mich, weiß Gott, nicht immer identifizieren können. Und ich habe ihn auch nie gehört, dass er zu einem Mitarbeiter gesagt hat, etwa, wenn er einen Auftrag gegeben hat, hätten Sie vielleicht die Güte oder die Liebenswürdigkeit, sondern ich höre ihn hier sagen, das müssen Sie fei schnell erledigen. Wir haben nicht viel Zeit. Wer mit ihm ging, musste 100% für Grundig sein und musste 100% auch zur Verfügung stehen. Und er ist auch mit seinen Leuten und er kannte sehr schnell, wenn einer nicht das leistete, was er erwartet hat, den hat er gefeuert. Und das wissen Sie ja, er war ein ziemlich rauer Hund. Und in einem Falle sagte er einmal, wenn ihr also dann und wenn ihr euer Pensum, wenn ihr eure Vorgaben, eure Planvorgaben nicht erfüllt, dann werde ich Konsequenzen ziehen. Wegen mir könnt ihr alle gehen, sofort. Ich stelle das jedem anheim. Darauf stand der damalige Vertriebschef auf und sagte, ich nehme das an und kündige mit sofortiger Wirkung. Auch das kam vor. Seine Bemerkungen waren etwas sarkastisch manchmal und so einen gelösten Humor hat er nicht. Besonders über seine eigenen Angestellten wahrscheinlich. Ne? Ja, darüber will ich gar nicht reden, wie er die damals tituliert hatte und deren Gegenwart abwarten. Wie er mit ihnen umgegangen ist. Es hat ihn sehr beeindruckt, dass er ein Dr. HC geworden ist durch die Universität Erlangen. Konsul ist er auch geworden. Konsul von Mexiko war er, ja, das ist richtig. Seltsam, er ist nie in Mexiko gewesen. Er sei ein Vorwärtstyp, sagte er gern. Und der passte schon in den 50er Jahren nicht mehr in den Volkswagen. So war er der erste Unternehmer in Deutschland, der sein aufstrebendes Unternehmen aus der Luft überwachte. Die DC Max, ein Düsenflugzeug, aber auch ein Symbol für den Daniel-Düsentrieb der fränkischen Schweiz. Wenn er ankam, haben wir unser Cockpit-Chronometer nach seiner Zeit gestellt. Er war so pünktlich, dass wir uns die Uhren danach stellen konnten.
Wir waren 24 Stunden, standen wir in den Startlöchern. Wir waren sozusagen die Feuerwehr von der Firma. Kommt der damalige Bundeskanzler mit Brezhnev und Gromyko auf mich zu. Und Gromyko sagt, Herr Grundig, wann kommen Sie wieder nach Moskau? Sag ich, Exzellenz, ich komme nach Moskau, wenn Sie mich einladen. Sagt der Brezhnev, was sagt er? Übersetzt der Dolmetscher, Herr Grundig kommt nach Moskau, wenn wir ihn einladen. Sagt er, Sie sind eingeladen. Sagt, Dankeschön, aber ich habe noch einen Wunsch dabei. Muss mit meiner eigenen Maschine fliegen können. Der Brezhnev sagt gar nichts. Der Gromyko schaut einen Moment und sagt, einverstanden. Wir kommen jetzt rein. Es kam die Zeit, als der reiche Patriarch sich nicht mehr sicher fühlte. Entführer und Terroristen machten ihm Angst. Und so ließ er sich vorsorglich einen Hochsicherheitstrakt bauen, in seinem eigenen Hotel am Waldrand, dem Forsthaus. Kleine Besprechung hier oben statt. Wir können die vierte und fünfte Etage total abschotten. Und dann kommt man eben nur noch über den Aufzug hier rauf. Rundrum sind Fernsehkameras. Man kann also die wirklich als, ja, zurzeit als Sicherheitsstufe 1 ansehen, wo man unbehelligt wohnen könnte. Ich glaube, da war also kaum ein Stuhl in einem Haus, den er nicht mit ausgesucht hat oder wo er nicht letztendlich dazu Ja gesagt hat. Max Grundig war gefürchtet. Ich kann das so sagen. Ich habe immer einen Spruch geprägt. Ich habe immer gesagt, zu dieser Zeit, das hat so richtig in die Fernsehgeschichte von Dallas und Denver gepasst. Ich habe immer gesagt, hier lebt man Dallas und Denver zur gleichen Zeit. Und man konnte auch das Sklaventum des 20. Jahrhunderts erleben. Wenn er mal so richtig in Fahrt war, dann ist aber alles zur Seite gegangen, nicht? Und ich weiß noch, als das Hotel gebaut wurde, wenn das Auto nur um die Ecke kam, dann stand also keiner mehr ruhig, nicht? Er hat es also fertig gebracht, Leute zu entlassen auf der Baustelle, wenn er von oben runter sah und hat nur einen mal kurz beobachtet, der 10 Minuten auf der Schaufel lehnte, nicht? Dann hat er gesagt, diesen Mann, den können Sie von meiner Baustelle entfernen, der leistet nichts, nicht? Und hier haben wir ein effektives Damenbad. Es ist doch in der heutigen Zeit, nicht wahr, da kann man schon sagen, das ist ein bisschen Luxus und so eine Ausstattung, die findet man nicht in jedem Hotel. Und es wäre schade gewesen, die Sache zu verändern. Ich werde es im gleichen Stil, ist einmal da ein WC und einmal eine Dusche angebracht. Und hier hat Frau Grundig, also Chantal... Vermutlich. Gebadet, ne? Ja, hat sie wohl. Ja. Ob sie nur gebadet oder geduscht, entzieht sich meiner Kenntnis, nicht wahr? Ja, beides da. Aber, nicht wahr, ist doch sicherlich eine große Freude und hervorragende Entspannung, da mal ein schönes Bad zu nehmen, nicht? Aber das ist nicht echt Gold, die Hähne, oder ist es echt Gold? Ist gut vergoldet. Er hat mir gelegentlich einmal, ich habe noch ein paar handgeschriebene Zettel, so dann seine Vermögensverhältnisse aufgezeichnet und ich muss sagen, passabel. Wie viel war es denn? Ja, es differierte je nach Stimmung so zwischen 2 und 3 Milliarden. Grundig ist groß geworden, ohne sich sonderlich um die Regeln des modernen Managements zu kümmern. Die Flut von Ratgebern, die immer neue Theorien, Modelle, Seminarweisheiten fabrizieren, hat ihn eher belustigt. Gefragt, wie er denn seine Entscheidungen treffe, sagte er, ich überlege, mein Bauch entscheidet. Erfahrung und Solarplexus als geheime Kraftquelle ging gut, immerhin fast 3 Jahrzehnte lang. 1979 haben bei Grundig fast 40.000 Menschen gearbeitet. Der fränkische Patriarch war damals über 70. Noch immer hielt er die Zügel straff in der Hand, aber jetzt ohne Fortüne. Bis 1982 verlassen nacheinander ein halbes Dutzend Spitzenmanager entnervt sein Hauptquartier. Und es gelingt Grundig nicht, die Nachfolge zu regeln. Gleichzeitig aber macht allen europäischen Elektronikherstellern die Konkurrenz aus dem fernen Osten zu schaffen. Schwere Zeiten für den erfolgsverwöhnten Pionier und erst recht für seine Arbeiter und seine Angestellten. Und dann hatte er neben seinem großen Büro nochmal einen großen Raum, in dem er also sozusagen die neuesten technischen Entwicklungen des Hauses dem und jenem hin und wieder präsentierte. Und er führte mich in den Raum und sagte, also bitte sehen Sie doch, was wir da alles machen und was wir da so alles entwickeln und so.
Und dann sagt ihr, es sind immer noch Fernsehgeräte und Videorekorder und was es da so alles gibt auf dem Bereich. Und meine Vorstellung ist ja nun, wenn man also sieht, dass der Markt irgendwo gesättigt ist, dass es nur noch einen Ersatzbedarf gibt, da muss man sich doch mal nach was Neuem umgucken. Und er sagt, wir können Fernseher bauen. Und wir bauen Fernseher, davon verstehen wir was. Und von was anderem verstehen wir nichts und dann lassen wir das. Mit Fernsehgeräten wurde das Geld verdient, was er in die Entwicklung anderer Produktbereiche einbringen musste. Zum Beispiel das Videosystem 2000, ich würde sagen, echter Grundig. Dieses System war vielleicht dem VHS-System technisch weit überlegen, aber das Problem seiner Zeit, es stand die Software dafür nicht zur Verfügung. Während VHS ständig mit der Software bedient wurde, die man brauchte, einschließlich Pornos. Und für Video 2000 gab es nicht genug Software. Folglich stimmten die Stückzahlen nicht. Und die hohen Investitionen, die Max Grundig hier vorgenommen hatte, brachten letztlich nichts. Die Produktion musste aufgegeben werden. Schade, bedauerlich, denn Video 2000 war ein hervorragendes System. Eigentlich wollte er immer mal mit der Straßenbahn von Nürnberg nach Fürth fahren, hatte aber nie geschafft. Im Zweifel hatte er sich doch für die großen Entwürfe entschieden, bis zum Schluss. Maria Halden, 26 Hektar, pompöser Landsitz seiner späten Jahre in Baden-Baden. Er lebt wie ein Fürst nach der Abdankung. An seiner Seite Ehefrau Nummer 3 Chantal, Pflegerin und spätes Glück des Pioniers, und Tochter Maria. Mit 72 ist er noch mal Vater geworden. Ausflüge durch den Park macht er im Elektromobil. Grundig ist schon lange ein kranker Mann. Er hat durch einen praktischen ärztlichen Grundfehler, durch eine Bestrahlung, ist in der Jahre später Krebsschäden aufgetreten im Arm, im Bein, im Knie. Man hat ihm das Knie ja weggenommen und zusammen geflanscht wieder, das Bein verkürzt. Man hat ja so Transplantationen gemacht und ist ja 12-mal operiert worden. Und 12-mal sehr schwer operiert worden. Und da hat er wahrscheinlich nicht mehr die Kraft gehabt, einen Nachfolger aufzubauen. Grundig verkauft. Und so hat er 1984 an den Philips-Konzern das Sagen übergeben. Der Sanierungsprozess inzwischen hat viele Arbeitsplätze gekostet, mehr als 25.000 Arbeitsplätze. Für das Wunderkind der 50er Jahre eine bittere Erfahrung. Es sind Leute gekommen, die sind da auf die Barrikaden gegangen und wollten ihm persönlich sprechen, weil sie gedacht haben, wir gehen direkt in sein Haus rein. Das hat ihnen alles wehgetan, das hat ihn unheimlich beschäftigt. Sein Lebenswerk stand immer im Vordergrund. Und als das irgendwo zu wackeln anfing und zu wanken, das hat ihm sicherlich wehgetan. Beschlossene Sache, sagt Max Grundig, Vorstand hat beschlossen und das muss wohl so sein. Und dann sagt der Betriebsratsvorsitzende, ist Ihnen denn klar, da sind Leute dabei, die sind von Anfang an, seit der Stunde Null, bei Ihnen beschäftigt. Und da hat er wohl kurz überlegt und gesagt, ja, das geht natürlich nicht. Da muss also dafür gesorgt werden, dass die alle untergebracht werden. Alle 250 müssen in Fürth, Langwasser und wo auch immer, müssen die weiter beschäftigt werden. Und so war das dann. Wurde der Arbeitsdirektor geholt, der Personalmann, der musste da sofort dafür sorgen, dass das also in Ordnung geht. Dann haben sie ihn so mal bei der sentimentalen Ader erwischt. Genauso wie er manchmal poltern konnte, genauso konnte er in bestimmten Situationen, auf sowas war er dann ansprechbar. Seit Jahren wackelt das Denkmal aus Franken. Aber vor allem die Menschen in Fürth und Nürnberg fragen sich, ob das Traditionsunternehmen seine Zukunft nicht längst hinter sich hat. Millionenverluste drücken auf die Stimmung. Kann ein Werk, das ein genialer Einzelkämpfer geschaffen hat, mit kluger Teamarbeit ins Jahr 2000 gerettet werden? Der Einzelfernseher im Haushalt ist wohl eine Situation, die der Vergangenheit angehört. Der Zweit- und Drittfernseher mit erweitertem Zugriff, mit erweiterten Möglichkeiten, mit erweiterten Anwendungsmöglichkeiten, steht
ins Haus. Die Fernseher, die wir vor 5 und 7 Jahren gebaut haben, haben auch nicht das ewige Leben, sodass also der Ersatzbedarf hinzukommt. Wir müssen innerhalb Philips Grundig, innerhalb Europas 6 Millionen Fernsehgeräte, 3 Millionen Videorekorder fertigen. Wir brauchen einen Umsatz von 10 Milliarden. Dann können wir gegen die japanische, ich nenne sie immer Phalanx, antreten. Der zukünftige junge Mensch oder Käufer, der wird sich mit BDX befassen, also Bildschirmtext. Mhm. Ungeahnte Möglichkeiten mit dem Heimcomputer und so weiter und so fort. Aber Fernsehen wird eine Selbstverständlichkeit sein. Der Videorekorder wird eine Selbstverständlichkeit sein. Er wird auch nicht mehr die Ausmaße haben. Er ist kleiner als eine Zigarrenkiste. Das ist Luigi, der netteste Ehemann von allen. In der Werbung versucht die Philips-Tochter Grundig wegzukommen von der altfränkischen Biederkeit, die lange und erfolgreich gepflegt worden ist. Ein Facelift als letzter Versuch, gegen die fernöstliche Konkurrenz zu bestehen. Okay, Luigi. Spitzenprodukte zu liefern scheint freilich einfacher zu sein, als junge Leute zu gewinnen. Immerhin, inzwischen singt auch Paul ein bisschen für die Franken, die im Gegenzug dessen Liverpooler Schule für junge Musiker unterstützen. Die Firma Grundig war wohl der bedeutendste Unternehmer in unserer Stadt oder neben Quelle Schickedanz, wenn ich sagen darf, die bedeutendsten Unternehmen. Max Grundig hat wohl auch die meisten Steuern bezahlt in der Stadt. Er hat den meisten Menschen in Fürth Arbeit und Brot gegeben. Zeitweise waren 15.000 Fürther Bürger bei Max Grundig beschäftigt. Und heute ist das sehr viel weniger geworden. Wir haben in Fürth deswegen große Probleme, weil wir wenig Arbeitsplätze mehr für ungelernte oder für einfache Arbeiten haben. Was heute gebraucht wird, sind hochqualifizierte Arbeitskräfte und die hat Grundig zwar auch heute zu bieten, aber bei weitem nicht mehr in der großen Zahl. Und wenn wir aber dann rechtzeitig, wenn wir rechtzeitig darauf hingewiesen haben, dass man da was tun muss, dass man sich Alternativen überlegen muss, nicht? Ich denke an die ganze Rüstungsindustrie und Rüstungskonversion, die wir in Gewerkschaften, von den Gewerkschaften her seit den 70er Jahren diskutiert haben. Da hat man immer gesagt, das geht nicht, das kann man nicht und das ist zu aufwendig und nicht all diese Argumente. Ja, wenn ich Max Grundig richtig einschätze, würde er heute sagen, solange ich den Betrieb selber in der Hand hatte, ist es einfach besser gelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass auch Max Grundig erkennen muss und auch heute erkannt hätte, dass man in dem Stil, wie man in den 70er Jahren Aufbauarbeit geleistet hat, heute nicht mehr arbeiten kann, dass da einfach die Konkurrenz aus dem Ausland viel zu groß ist und dass die Unterhaltungselektronik so nicht mehr geht, wie sie zu seiner Zeit ging. Nach dem Verkauf seines Unternehmens hat er versucht, nachdem er Milliarden mit Radios und Fernsehern gemacht hatte, eine Hotelkette aufzuziehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen ist. Jedenfalls ließen sich damit die großen Erfolge der bundesdeutschen Pionierzeit, die Höhenflüge der 50er und 60er Jahre nicht wiederholen. Aber für jene 50er Jahre ist er ein Prototyp des erfolgreichen Unternehmers gewesen. Ich bin der Meinung, man hat das Recht, mit 75 Jahren in den selbstgewählten Ruhestand zu treten. Und ich habe ihn ja selbst gewählt. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Ich habe fast noch mehr Arbeit als früher. Ich muss mich um die Max-Grundig-Stiftung kümmern, ich muss mich um die Grundig-Bank kümmern, ich kümmere mich, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich habe gedacht, ich kann mal faulenzen. Ich habe auch in den ersten 14 Tagen irgendwie ein bisschen mitbekommen, wie schön das Faulenzen ist. Aber ich stehe schon wieder mittendrin. Weil es Max Grundig zu langweilig war, auf einer 64-Meter-Yacht durch die Karibik zu dümpeln, wurde er Hotelier. Und das ist der ganze Unternehmerstolz seiner letzten Jahre. Schloss Bühler Höhe, wo schon andere Fürsten einkehrten und Konrad Adenauer Ferien machte, bis die Traditionsherberge an der Schwarzwaldhochstraße langsam verfiel. Grundig kaufte das Hotel für 7,6 Millionen, investierte 150 Millionen oder etwas mehr und erfüllte sich so einen Rentnertraum. Es sollte alles vom Feinsten sein für den alten und den neuen Adel der Bundesrepublik. Und so ist es geworden. Max Grundig war ein Motor
kaum zu bremsen. Max Grundig war ein Fachmann, aber Max Grundig war auch unbequem. Geld ab einer gewissen Größenordnung hat keinen Wert mehr. Das ist ein Spruch, den er immer sagte. Und der zweite Spruch war immer, alles von meinem Geld. Er war misstrauisch, er war sehr dominant, er war unheimlich eifersüchtig. Ich glaube, er hatte eigentlich alle Eigenschaften, die einen Menschen unheimlich in Bewegung halten. Er dachte eigentlich immer an diejenigen, denen es nicht so gut ging. Ich erinnere mich in einem Fall, wo er irgendwann bei einem runden Geburtstag zufällig einen langjährigen Mitarbeiter da in der Reihe der Gratulanten sah. Und er hörte dann, dass dieser Mann gesundheitlich ein großes Handicap hatte und dass es ihm wirtschaftlich nicht gut ging. Er hat sofort vor Ort, würde ich sagen, seiner Sekretärin gesagt, und der bekommt ab sofort monatlich eine angemessene Rente. Und das hat mir schon imponiert. Also hier hat er nie vergessen, wo er herkam. Riester, Fax, Videorekorder, Walkman, das sind ja alles deutsche Erfindungen und trotzdem ist der Markt völlig eingebrochen. Woran liegt's denn? Grundig ist ja hierfür nur ein Beispiel. Ich glaube, der Markt ist eigentlich gar nicht eingebrochen, sondern die Japaner haben es schneller vermarktet. Richtig, richtig. Wir, die Unternehmer, sind in der Frage eingebrochen, denn sie haben diese Produkte, die hier entwickelt worden sind, eben nicht so schnell im Markt auch vermarktet, in den Markt reingebracht, wie es die Japaner gemacht haben. Also die Entwicklungsleistung war hier und die Vermarktungs- und Produktionsleistung in Japan. Und zwar für die ganze Welt im Prinzip. Könnte man sagen, die heutigen Schlüsselindustrien, nehmen wir die Autobranche, den Maschinenbau, das ist praktisch die Unterhaltungselektronik der 70er und 80er Jahre und damit werden wir genauso Schiefbruch erleiden. Ja und nein. Ja, dann, wenn die Automobilindustrie und der Maschinenbau in den alten Leitbildern sich weiterentwickelt. Also nur schnellere, größere Autos im gleichen Bild. Wenn die Automobilindustrie aber beispielsweise die Mobilitätsprobleme der Menschen stärker angeht, mit der Stärkung von Verkehrssystemen insgesamt, der Abgestimmtheit, dann denke ich, hat sie eine gute Chance. Also nehmen Sie mal das Beispiel, die Chinesen würden jetzt alle umsteigen und sich alle motorisieren. Wäre für den Erdball eine Katastrophe. Der Anspruch der Menschen ist verständlich. Also es müssen also Verkehrsmittel und auch Automobile entwickelt werden, die umweltfreundlicher sind, die sicherer sind, die auch billiger sind. Also diese Leitziele, denke ich, sind die richtigen Leitziele. Aber nur schneller, größer, weiter so, führt in die Katastrophe. Sind Sie denn guten Mutes, dass in der Wirtschaft hier, in der Autoindustrie, Sie sind ja in einigen Aufsichtsräten, dass hier umgedacht wird? Ich bin nur vorsichtig mit Prognosen. Es gibt ein bestimmtes Umdenken. Das ist abzusehen, aber ich bin sehr skeptisch. Ich habe mich vor kurzem mit Vorstandsvorsitzenden des größten Automobilwerks unterhalten. Und der hat mir gesagt, Herr Riester, viele Fehler werden wir wahrscheinlich wieder machen, wenn wir im Sog des Aufschwungs sind. Einen, sagt er, werde ich sicherlich nicht mehr machen. Ich werde nicht mehr mit viel Geld nur in Maschinen investieren, sondern wir haben erkannt, wir müssen eigentlich mehr in die Menschen investieren, weil dort viel mehr Produktivität steckt als im toten Kapital. Das ist ja sehr optimistisch, was Sie sagen. Also die Industrie wird die Arbeitsplätze bringen, sagen Sie, die wir im Moment nicht haben. Immerhin sind es ja 6 Millionen, die arbeitslos sind. Reicht es denn, das Leitbild Autoverkehrssysteme? Was wären es denn noch für Produkte, andere Branchen? Andere Branchen, also zuerst mal eine kurze Einschränkung. Ich bin nicht automatisch optimistisch. Ich sage nur, es gibt andere Leitbilder wie Arbeitslosigkeit. Es gibt riesige Aufgabenstellungen, beispielsweise zerstörte Umwelt, beispielsweise sichere, bezahlbare Wohnungen, beispielsweise Recycling, aber auch beispielsweise Wiederherstellung von
Industrieanlagen, denn wenn ich durch die Metallbetriebe in Baden-Württemberg gehe, da gibt es zwar hochmoderne, es gibt aber auch wirklich alte Bruchbuden. Also menschengerechte und produktionsgerechte wiederherstellen, ein Riesenauftragsprogramm für den Maschinenbau, für den Anlagenbau. Also die Frage ist immer, nach welchen Leitbildern gehen wir vor? Lösen wir Probleme, die ja da sind und für die die Menschen Produkte und Dienstleistungen brauchen? Oder gehen wir nur fixiert auf schneller, größer, effizienter in den alten Leitbildern? Dann passiert das Gleiche, was bei Grundig passiert ist in der Elektronik. Es wurde ja jetzt ein Innovationsbeirat gegründet, hier für Baden-Württemberg. Innovation, das ist ja überhaupt das Wort, was uns weiterbringen soll. Ich denke da mal an Biotechnologie, Mikrosystemtechnik etc. Sie sind drin in diesem Innovationsbeirat. Was versprechen Sie sich denn davon? Ich verspreche mir, dass ich Gedanken, die von den Arbeitnehmern in der Gesellschaft auch diskutiert werden, hier reinbringe. Da sind Wissenschaftler drin, da sind Unternehmer drin. Und ich denke, alle haben berechtigt Vorstellungen. Aber alle leben in bestimmten Bildern. Der Unternehmer lebt in dem Bild, das geprägt ist von seinem Einzelunternehmen. Nun ist die Vernunft des Einzelunternehmens noch lange nicht die Vernunft der Volkswirtschaft und schon zweitmal nicht die Vernunft der Gesellschaft. Der Wissenschaftler sieht sein Spektrum, geprägt von den Möglichkeiten, die aus der Wissenschaft heraus entwickelt werden kann. Und der Gewerkschafter sieht das Spektrum, dass er sagt, ich möchte eigentlich eine beschäftigungsorientierte Wirtschaft, die sich Problemen annimmt, die in der Bevölkerung da sind, weil ich weiß, dass dieses eigentlich auch die menschlichste Wirtschaft ist. Und diese Bilder müssen zusammengebracht werden und deswegen bin ich nicht nur bereit, sondern interessiert auch mitzuarbeiten. Was wären das denn noch für Märkte? Was wären das noch für Beispiele? Wir haben die Umwelttechnik, wir haben das Automobil vorhin. Was halten Sie von Biotechnik beispielsweise? Ich denke, dass die Biotechnik viele Problemlösungen bringen kann, dass sie, und das ist bekannt in der Gesellschaft, auch viele Gefahren beinhaltet. Aber ich bin dafür, dieses zu diskutieren und gemeinsam gesellschaftlich auch dieses im Diskurs diskutieren und Entscheidungen herbeizuführen. Also weder eine Verteufelung der Biotechnik noch eine Hochstilisierung ist, glaube ich, das Richtige. Sondern muss ich sagen, wo löst sie Probleme, vor denen wir stehen? Und ich denke, die Biotechnologie kann, genauso wie die Mikroelektronik und die Mikromechanik, große Probleme lösen. Und da sehe ich wieder in Baden-Württemberg gute Voraussetzungen, weil wir ja eigentlich in den Industriestärken der Vergangenheit Enormes entwickelt haben hier. Was kann denn die Gewerkschaft dazu beitragen, dass wir wieder ein Stück Wettbewerbsfähigkeit gewinnen? Da ist ja immer der Lohn in der Diskussion. Wir haben zu hohe Löhne. Was erwarten Sie denn für die nächste Tarifrunde? Die letzte war ja eine glatte Null. Erwarten Sie wieder, dass die Arbeitgeber bestimmte Tarifverträge kündigen, dass auch weiterhin bei Zusatzleistungen Abstriche gemacht werden, dass die Lohnerhöhungen in den nächsten Jahren unter Umständen ja auch wieder, dass da plus minus null rauskommen wird? Also was die Arbeitgeber machen, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Und da bin ich auf vieles vorbereitet, weil einiges der Vergangenheit haben wir eigentlich auch nicht erwartet. Man muss sich auf fast alles einstellen. Aber eines kann ich ganz sicher sagen, bei dem Stand der Löhne, die wir jetzt haben, bei den niederen Abschlüssen der zurückliegenden Jahren und der Nullrunde in diesem Jahr, ist es völlig undenkbar, dass es nicht deutliche Lohnerhöhungen im nächsten Jahr gibt. Und ich sage, nicht nur, aber vordergründig natürlich als Gewerkschafter, wenn ich an die Situation der Menschen denke, aber nicht nur, denn auch die Nachfrage der Inlandsmarkt ist ein ganz wichtiger Impuls, der fehlt. Im Moment zieht zwar Wirtschaft an, aber nur vom Ausland her zieht sie an. Die inländischen Märkte ziehen nicht an, weil die entsprechende Kaufkraft auch nicht da ist. Es ist eines der Argumente, die wir angehen müssen. Ein Punkt sind die Löhne, der andere Punkt ist natürlich die Arbeitszeit. Heute beispielsweise Stuttgarter Zeitung, Ravensburger führt ganz flexible Arbeitszeiten ein. Im Winter wird mehr gearbeitet, im Sommer etwas weniger. Ich will es mal auf einen Punkt bringen, weg vom Flächentarifvertrag hin zu individuellen Regelungen im Betrieb. Wäre das nicht auch eine Lösung? Nein, ich denke, beides ist miteinander zu verbinden. Der Flächentarifvertrag, der ist ja nicht gegen individuelle Lösungen. Und das, was wir dieses Jahr im Tarifvertrag gemacht haben, zeigt genau die Spur auf. Wir haben im Flächentarifvertrag unterschiedliche Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung, also beispielsweise die Arbeitszeit über 12 Monate zu verteilen, aber auch der Dauer der Arbeitszeit im Flächentarifvertrag angelegt, indem wir gesagt haben, wenn die Betriebsparteien, also der Betriebsrat und das Management sich einig sind nach Rücksprache mit der Belegschaft, kann auch weniger gearbeitet werden, auch bei weniger Bezahlung, auf freiwilliger Basis. Also der Flächentarifvertrag bietet eine Fülle von Möglichkeiten an, auch der individuellen Gestaltung. Ein Punkt, den die Gewerkschaft ja immer wieder fordert, Beispiel Nokia zum Beispiel, Röhrenwerk, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ist ja die Einrichtung von
Beschäftigungsgesellschaften. Wie wichtig ist denn dieser Punkt für Sie? Es ist wichtig, weil wir davon ausgehen, dass eben Arbeitslosigkeit nicht auf Dauer ist. Und Konjunkturkrisen sind und Strukturkrisen strukturell auch überwinden werden können. Und das ist häufig eine Frage des Übergangs und der Qualifizierung von Beschäftigten, die dann in der Aufschwungphase eben entsprechende Arbeit finden. Und insofern haben solche Beschäftigungsgesellschaften Überbrückungsfunktion. Sie haben nicht die Funktion, sozusagen auf Dauer eine Alternative zum Arbeitsmarkt zu sein. Sind Sie denn zuversichtlich beispielsweise für Nokia, dass das hinhaut? Die kämpfen ja ganz schön im Moment. Ich bin im Moment skeptisch, muss ich sagen, bei Nokia. Aber wir haben in anderen Bereichen, also beispielsweise Burkhardt und Weber, wenn wir hier im Land bleiben, dann haben wir hier erste wichtige Erfolge. Und wir haben in Ostdeutschland, also in Sachsen insbesondere, eine Fülle von Beispielen, wo es gelungen ist, bei der enorm schwierigeren Situation, die wir dort haben, solche Überbrückungsfunktionen zu machen. Ein Punkt ist ja auch immer wieder in der Diskussion die Veränderung der Regelung beim Kurzarbeitergeld. Was fordern Sie denn da? Da haben wir eigentlich was Interessantes dieses Jahr gemacht. Ich bin gespannt, ob das genommen wird. Wir haben gesagt, als Alternative zur Kurzarbeit können die Betriebe auch auf 30 Stunden runter. Bezahlen dann einen Teillohnausgleich, 35%. Das ist für die Beschäftigten weniger wie Kurzarbeit. Die Betriebe müssen aber dann auch keinen Beitrag bezahlen, beispielsweise für die Sozialversicherung, bezahlen aber letztendlich noch 12% mehr, als wenn man einfach Kurzarbeit macht. Die Bundesanstalt für Arbeit würde sich aber 60% der Lohnkosten sparen. Also wenn man es wirklich ernst nimmt mit der Frage Einsparung von Lohnnebenkosten, müsste man diesen Weg gehen. Was halten Sie denn von der Negativsteuer? Sie sagten zwar vorhin, Sie sind relativ optimistisch, dass die Industrie die Arbeitsplätze bringt, auch in der Zukunft, die wir brauchen, aber es wird sicherlich noch weite Bereiche bei den Dienstleistungen geben, die einfach schlechter bezahlt werden. Und da ist ja die Frage, ob man diese Jobs nicht mit einer Negativsteuer subventioniert. Was halten Sie denn von einer solchen Regelung? Ich bin da skeptisch. Und zwar bin ich deswegen skeptisch, weil im Moment schreit jeder weniger Steuern. Aber wer sich mal darüber klar wird, welche Anforderungen auf den Staat jetzt zugekommen sind und noch zukommen in den nächsten Jahren und gleichzeitig weiß, dass die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren drastisch runtergehen werden. Schauen Sie, das Unternehmen, das größte, in dem ich mir Aufsichtsrat bin, Daimler-Benz, hat in diesem Jahr 5,4 Milliarden im Betriebsergebnis Verluste, die sie vortragen das nächste Jahr. Auch wenn die in die Gewinne reingehen, zahlen die kaum Steuern, weil die Verlustvorträge sind. Und das ist nicht das einzige Unternehmen. Die Steuereinnahmen werden also drastisch zurückgehen. Deswegen denke ich, dass einige sich sehr populär anhörende Positionen, die im Moment diskutiert werden, an der Realität der nächsten Jahre scheitern werden. Vielen Dank, Herr Riester, liebe Zuschauer. Nächsten Montag schon geht es weiter, kurz nach 23 Uhr mit unserer Serie Made in Germany. Dann ist dran Konrad Henkel, Sie wissen ja alle, Persil, da weiß man, was man hat.